So, da sind wir wieder bei Fable Anniversary. Und der quatscht hier die ganze Zeit. Was? Klingt gut? Ja, klingt gut. Lasst es mich hören. Okay, was kommt jetzt? Also ihr Jammerlappen, ich will ein fieses Rennen sehen. Viel Schubsen und Anrempeln, klar? Geht auf eure Plätze. 3, 2, 1. Was sollen wir tun? Ich muss ihn einholen. Was? Wo müssen wir denn überhaupt lang? Ach so, hier ich oben bin lang. Geschafft. Lauf weiter, Abschaum. Ja, wir ich schaffen das schon. Du nicht. Doch, doch, wir schaffen das. Ein stinkender Balverine-Furz. Hey, wir sind so cool muskulös. Das Tempo halte ich nicht. Mit den Finger raus, alter Beule! Tja, das schaffen nur wir. Das nennst du laut! Alter, der kann bestimmt noch weniger laufen. Bravo, wir haben einen Sieger. Wachen, bringt ihn in mein Büro. Wie sehen die alle gleich aus? Inzest. Der Vortrag beginnt sogleich. Denkt daran, ich brauche absolute Stille. Die lehrreiche Ballade vom Galgenvogel. Hey, wer hat gesagt, ihr dürft euch bewegen? Ich sagte doch keine Unterbrechungen. Und jetzt zurück. Okay. Was sollen wir denn machen? Die lehrreiche Ballade vom Galgenvogel. Na, toll. Seht den Sperling, so edel und gut. Wie er fliegt vorbei an unserem Knast. Keinen gibt es, der dieses Tagebuch hat ein Zahlschloss. Ihr braucht ein Geheimzahl, um dieses zu öffnen. Na toll. Versucht es einer, hätte er ihn verpasst. Aus seinem Schnabel tönt seine Geschichte. Im Käfig einst der Freiheit beraubert. Jetzt ist er eins mit den Wolken der Wicht. Denn ein Magier hat in Dunst ihn verzaubert. O edler Sperling, schönster an diesem Orte. 1, 4, 8, 3. Ach, wärst du doch wieder im Käfig fein. Hättest du doch gehört. Ach, Scheiße, das schaffen wir nicht. Meine warnenden Worte. Ach, toll. Fuck. Das ist das Ende meiner göttlichen Verse. Ich habe mit einer neuen Ode begonnen. Vielleicht hört ihr sie ja nächstes Jahr. Na gut, zurück in die Zelle mit euch. Was? Oh nee. Willkommen in eurem derzeitigen Heim, der Folterkammer. Wir werden viel Spaß mit euch haben. Na toll. Ja, das wird Spaß machen. Die Dunkelheit der Zelle zehrte am Geist des Helden. Auch seine Lebenskraft wurde aufgezehrt. Noch ein Jahr in dem Gefängnis. Noch ein Jahr der Folter. Das edle Blut uralten Adels in seinen Adern, die Kraft der Gilde, nichts zählte in diesen Mauern. Während dieser ganzen Zeit zog Messer Jack frei durch Albion. Der Held würde nicht gebrochen werden, er würde frei sein. Oh, wir haben wieder Haare. Heute ist ein großer Tag. Ihr werdet es bald merken. Schaffen wir ihn in die Arrestzellen mit den anderen. Tja, es geht wieder mal los. Bleibt da drin, wir holen euch gleich. Dieses Jahr seid ihr weniger.
was wohl aus denen geworden ist, hm? Hm, wir müssen scheinbar wieder rennen. Ah, ihr habt überlebt. Ein neues Jahr, ein neues Rennen. Aber wir müssen ins Büro des Direktors kommen. Wir müssen den Schlüssel haben. Ja, hoffentlich, hoffentlich schaffen wir es diesmal. Na los. Los jetzt, abschauen. Es geht raus. Das Rennen beginnt und ihr solltet eine gute Vorstellung geben. Ich geb dir gleich abschauen. Einige von uns haben viel Geld auf euch gesetzt. Wenn ihr gewinnt, mögen wir euch. Verliert ihr, geht's gleich ab in die Folterkammer. Klingt gut? Ja, klingt gut. Lasst es mich hören. Schon eine Ewigkeit hier. Jetzt mach. Gut, ihr kennt die Prozedur. Geht auf eure Plätze. 3, 2, 1. Schaffen das doch eh wieder. Das Rennen ist mein. Nein, das ist mein Rennen. Los, los, los! Lauf weiter, abschauen! Ich sterbe hier. Ja. Es ist zu viel. Ja, dann hör doch auf. Ich gewinne das eh. Alan, du stinkender Balverin-Fuchs. Alan, nutzloses Pack! Boah, was? Nimm den Finger raus, alter Beule! Alan, du stinkender Balverin-Fuchs. Wie sagen die das ganze dasselbe hier? Nur um beleidigen. Ihr schon wieder. Ihr seid eine echte Sportskanone, was? Ich freue mich auf ein weiteres Plauderstündchen in meinem Büro. Wachen? Hoffentlich checke ich jetzt, was ich machen soll. Der Vortrag beginnt sogleich. Denkt daran, ich brauche absolute Stille. Grau ist die hübscheste aller Farben. Oh, Grau ist die hübscheste Farbe. Denn ihr Name ist Grau, sie heißt Grey. Sie lässt mich vergessen jede Narbe. Wenn ich sie sehe, fühle ich mich okay. Sie lebt im Norden unter einem Regenbogen. Ich schaue aus meinem Elend zu ihr hinauf. Sie ist immer denselben Freiern gewogen. Ihre Gegenwart erfüllt diese mit Schaudern zuhauf. Okay. Oh, wir haben den Schlüssel. Man merkt schmerzlich, dass ihr ein Kunstbanause seid. Mein lyrisches Opus übersteigt euren Horizont. Zurück in die Zelle mit euch. Hm. Wieso das denn jetzt? Ach so. Im Zellenschlüssel. Der Direktor hat wohl seinen Schlüssel verloren. Bis wir ihn finden, bleibt ihr in den Zellen. Die Folter wird verschoben. Na dann. Tja, aber wir können jetzt die Zelle aufschließen. Vollidiot. Ein Stock. Wir haben einen Stock. Yeah. Können wir die anderen Zellen aufmachen? Nee, ne? Scheiße. Ach doch, hier, die können wir aufmachen. Ihr seid ein Kumpel! Yeah. Lasst mich raus. Okay. Ich will hier drin nicht sterben. Ach so. Können die doch alle aufmachen? Endlich! Ich bin zum Innenhof. Ich lenke die Wächter ab. Okay, da ist keiner drin. Da hinten war auch keiner. Okay. Weiter geht's. Ich find's grad cool. Mein ist die Rache. Die Zeit der Rache ist da. Mein ist die Rache.
Autsch. Au. Alter, wieso stirbt er denn nicht mal langsam? Alter, der stirbt ja überhaupt nicht. Voll in die Ecke gedrängt hier. Ah, jetzt aber. Okay, ich würde sagen, wir holen mal ab. Wir lenken die Wächter ab und fliehen später. Mein ist die Rache. Kommst du mal wieder, deine alte Mutter zu retten, ja? Ja. Komm ich tatsächlich. Achso, ich muss das hier aufmachen. Wir haben keine Chance, wenn du deine Waffen nicht zurückbekommst. Du musst deine Ausrüstung suchen, bevor wir gehen können. Okay, scheiße. Na dann. Kommst du mal wieder, deine alte Mutter zu retten? Also müssen wir wohl zurück. Alter. Überlasst mir die Wächter. Oh, Alter. Mein. Der holt doch ganz schön rein. Eine dunkle Echo mit Tim und verkloppen. Au. Oh, oh. Ist er denn mal tot jetzt, ey? Na komm schon. Stirb. Geht doch. Na toll. Jetzt sind alle von denen tot. Aber wir haben Apfel. Yay. Na toll. Zwei Äpfel. Nicht so viel. Ich hab irgendwie keine Ahnung, wo wir lang müssen. Und irgendwie können wir auch keine Zauber benutzen, scheinbar. Hä? Was? Wo kommt der denn jetzt her? Wieso hat der jetzt eine Wache mitgebracht? Was sollen die Scheiße? Scheiße, wir sind gleich tot. Scheiße. Oh, fuck. Was? Achso, wir haben Wiederbelebungsfigur. Das ist gut. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nämlich die ganze Zeit nicht, wo die überhaupt für da sind. Okay. Oh. Stirb. Ich frag mich, wieso ich mir keine Messer von denen nehmen kann. Weil das wäre ja mal... Aua, eine Idee. Na, komm schon. Geht doch.
So, wo müssen wir jetzt hin? Hier hoch, ne? Haben wir denn da... Ups. Okay, da haben wir nix. Da können wir die Zelle da aufmachen. Müssen wir hier rein? Ich glaube schon, ne? Gehen wir mal da rein. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Ach, hier ist unsere Rüstung. Hoffe ich zumindest. Wächterhandschuhe. Mal schauen. Wächterstiefel? Ja, das scheint unsere Rüstung zu sein. Wächterhut? Ah, oder auch nicht. Wächterhemd? Fehlende Habe. Oh, na toll. Komm her, du Arsch. Ach, der ist schon tot. Okay. Schauen wir mal eben hier noch rein. Okay. Dann ziehen wir mal eben unsere Klamotten wieder an. So. Kettenpanzerhelm tragen. So, haben wir unsere Handschuhe. Platten, Fechthandschuhe war das, ne? Ja. Räuberhemd, Plattenbruststück. Dann haben wir eine Plattenleggings. Und die Plattenstiefel. Genau. Das war alles, ne? Genau. Schauen wir mal einmal noch in die Bücherregale hier. Schultertätowierung haben wir noch. Und eine Armtätowierung hier. Okay. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, zu unserer Mutter zurück. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau. Okay. Schnell, den Hebel. Öffne das Gitter damit. Ja, ich würde sagen, dann geht das in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zusehen, mach's gut und ciao.